dermaßen langweilig. Was für ein Haufen Scheiße, das habe ich nicht verdient. Jede Nacht Wachdienst. Der Hauptmann ist so ein Arschloch. Hallo? Was soll jetzt hier passieren? Irgendwie passiert da gerade nicht so viel. Ich kann auch gerade überhaupt nichts machen. Weiß nicht. Huch. Hier kann ich schon was machen. Hallo? Okay. Dann machen wir es halt so. Also erste Sequenz oder da dieses Luftkampf gefiel mir eigentlich ziemlich gut, muss ich schon sagen. Er hatte seine Nase ins Niemandsland gebohrt, einige hundert Meter von der Stelle entfernt, wo ich gelandet war. Wilson, der arme Kerl, war nicht mehr rausgekommen. Pech für ihn. Ich hatte ganz andere Probleme. Ah, verstehe. Ich will nur so viel sagen. Ich habe Übung im Schleichen. Durch Hintereingänge von Bars, aus Schlafzimmerfenstern. Die Details tun nichts zur Sache. Wie auch immer, sobald die Deutschen erledigt waren, setzte ich meine Fähigkeiten ein und machte mich auf den Weg nach Westen zur britischen Front. Geräuschlos wie eine streunende Katze. Zwischen mir und der britischen Front lagen deutsche Schützengräben. Deutsche Geschütze. Oh, und natürlich die Hälfte der Einwohner von Berlin, die alle Streit suchten. Yay. Auf sowas freuen wir uns natürlich. Können wir natürlich erschießen. Ich glaube, das wird jetzt hier richtig Action. Jetzt kommen alle Leute hier bei Origin und naja, ich werde verrückt. Beil. Das Beil auch gerne mit. Eine schalldämpfte Pistole. Warum nicht? Mein Glückstag. Die Briten hatten sich offenbar zu Tee und Gebäck zusammengesetzt, anstatt die Deutschen zu behaken. Trotzdem musste ich es bis zu unserer Seite der Front schaffen, bevor die Geschütze wieder das Feuer eröffneten. Wir wollen uns anscheinend hier richtig schön die deutsche Stellung durchschleichen.
Weil wir so schön mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Weil er voll bekloppt in die Explosion reingeflogen ist. Schneid hier einer? Dreht jeden Stein um! Er versteckt sich vermutlich irgendwo! Oha. Das fängt dir gut an. Die Schützengräben waren randvoll mit den besten Männern des Kaisers. Aber hoffentlich rechneten sie mit Ärger nur aus der anderen Richtung. Hoffentlich. Das hoffe ich aber auch. Ich stimme jetzt schon so viele Leute. Achtung, Scharfschützen! Halt endlich dein Maul! Also, was hätte ich hier immer durchballern wollen? So, habe den Schlafenden ausgeschaltet. Also wir sind bestens hier ausgerüstet, um nicht die ganze Zeit zu schleichen. Ich habe keine Stolperdrahtbombe. Ich kann das Ding natürlich nicht mitnehmen, weil ich habe eh nur noch 9 Schuss. Ja, nehme ich das Ding mit. Junge, Achtung, Scharfschützen. Aber nicht, dass ich gleich von meinen eigenen Leuten erschossen werde. Hat einer beim Waffeputzen aus Versehen Schuss losgelassen. Falscher Alarm, Leute. Alle zurück auf die Posten. Am besten sagst du gar nichts. Okay. Wir können auch mal schießen. La 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 la
deutsche MGs in meinem Rücken veranlassten mich dazu, den Kopf einzuziehen. Das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern. Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs. Boah, das sind alles Leichen von unseren Kollegen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leichen hier unter dem ganzen Schlamm noch so stecken. Hier ist sogar ein Panzer. Ich hoffe, die erschießen mich jetzt nicht, wenn ich jetzt da gleich oben rüber gehe. Hatte irgendetwas den Absturz überstanden, das ich gebrauchen konnte? Wie wär's mit meinem Partner? Mit Willy. Wilbur. Wilson, wir sind in Niemandsland, wir müssen los. Wilson. Ich komm nicht hoch. Scheiße. Hey, tut mir leid. Aber du wolltest mich in einem Stück zurückbringen. Jetzt sei doch leise. Und die Orden? Wir wollten Held sein. Ich bin kein Held. Aber du hast mir dein Wort gegeben. Dein verdammtes Wort. Entweder du bist ein anständiger Kerl und hilfst mir. Oder du bist ein verlogener Bastard. Der mich verdammt nochmal erlöst. Ich würde ihm helfen. Also, was ist jetzt? Leg die Karte auf den Tisch, Blackbear. Nicht George Ricker, was? Sohn des vierten Earl of Windsor. Für wie naiv hältst du mich? Okay, hauen wir ab hier. No. Der Junge hatte viel Blut verloren. Er hatte nur wenig Zeit, ihn lebend zurückzubringen. Oh, der Arme. Jerry, Stoßtropfen. Ich muss ehrlich gesagt. Alter. Muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe echt Angst, irgendwann von irgendwas aufgespießt zu werden. Also ich könnte mir viele Verletzungen vorstellen, wenn ich nicht hier so ein großes Problem hätte, aber aufgespießt werden. Oh, da habe ich echt Angst vor. Sorry. Also gerade aufgespießt worden, finde ich echt am gruseligsten. Ich schneide mir meinen halben Körper weg, aber aufgespießt werden. Nein, danke. Hey Kollege, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Bist du mitgekommen? Was? Was? Was war das denn? War das ein Nein, ich will nicht bekommen? Nein, ich will nicht bekommen. Nicht schießen. Ich bin auf eurer Seite. Wir sind fast zu Hause.
Ich denke, dass, ich hoffe mal, dass sie das nicht denken. Das muss man mal sehen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Woher wusste er das? Und warum redet er Englisch? Achso, warte mal, es sind Briten. Bam, Kopfschuss. Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durchs Niemandsland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wirst du, Blackburn. Ich habe mich schon immer gefragt, was bedeutet MP, und wenn ich das gerade so sehe, war ist MP möglicherweise Military Police? Wenn das jemand weiß, ha? Einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Oh, Entschuldigung. Interessiert mich auf jeden Fall ziemlich stark. MP, Military Police, könnte ja eigentlich gut sein, oder? Oder ist MP irgendwie hier irgendwas anderes? Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, hörst du? Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Kaum, aber danke. Zu mir, Wilson, ich brauche einen Schützen! Hier drüben! Ich mach's! Rackham, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm! Ziehen das durch. Sicher ist das richtig, dass der Rackham gerade erschossen wurde? Bist du sicher, dass du dich aussetzen willst? Keine Chance. Schau es mir an den Augen. Ich habe die Frage gerade schon mal gestellt, aber ich wollte, ich frage mich gerade, was diese... Flugzeuge platzieren. Machen wir mal. Na okay, ich glaube mal, ja, ich habe nichts gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass das öfter mal Flugzeuge in London waren. Auch im ersten, also im ersten und im zweiten Weltkrieg. Gehen. Das war's. Hab ihn. Hey, verzieh dich, Fritz. Direkt hinter uns. Er ist direkt hinter uns. Er geht auf mich. Oh, und den letzten. Come on. Komm ihn denn. Oh. Aua. Neues Problem. Da
Oha, mit denen hatten wir bislang noch gar keine Bekanntschaft gemacht. Die Bomber sind das Ziel. Konzentrier dich darauf. Kann ich nicht auch mit Raketen abschießen oder so? Die sind erledigt. Das war überhaupt gar keine gute Idee. Ja, gar nicht getroffen. Aber wenn ich dann oben auf die drauf schieße, oben ist das viel zu, ihre Ziel noch viel größer. Wo haben wir denn einen? Oh yes. Ich kriege gerade nur noch auf die Fresse. Bei der Besprechung hieß es, du sollst von hinten kommen, möglichst schnell oder von unten hochziehen, um ihren Geschützen zu entgehen. So, von hinten kommen. Immer dieser Schweinkram. Wir müssen uns um das Luftschiff kümmern. Pass auf die Flak auf. Immer volles Tempo und scharfe Kurven. Dann können uns die Flak nicht folgen. Aber nicht aus, das Flugzeug. Luftschiffe erinnern mich gerade ein bisschen an Avatar mit den Bombern.
dein Ernst? Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Du und dein großes Mundwerk, Blackbird. Bist du okay? Nicht im Ernst, wir sehen es nicht über den fucking Luftschiff, okay. Oder? Ich geb dir Deckung! Okay, wir müssen da rauf! Zieh nicht runter, okay? Okay! Ja, du, genau das mache ich ja gerade. Holen wir uns die Flak! Das ist Wahnsinn! In der Tat. Das Ding kann auch jeder so explodieren. Das Geschütz bläst unsere Jungs sonst vorhin. Wir müssen es übernehmen. Ich sehe es nicht richtig. Geradeaus. Oh. Vorsicht. Wir schießen uns von allen Seiten. Wir können hier nicht bleiben. Ich sehe ihn. Er ist da drüben. Das ist er. Scheiße. Ach du Heilige, die sind alle schon hier durchlöchert wahrscheinlich. Nee, ich springe jetzt nicht rüber. Ich hatte eben gerade im Kopf die Idee, da einmal rüber zu springen, aber das fand ich eine doofe Idee, ja, da. Sieht hier aus. Krass, oder? Ich verstehe die ganze Zeit potent, aber unten steht patent. Ich bin ein potenter Kerl. Das ist ja noch viel lustiger.
Ja, super, dann springe ich da runter und habe keinen Fallschirm oder was. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Vielleicht sollte ich das jetzt hier einspielen. Und das ist meine Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet, nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Na klar. Oder? Alles verstanden. Natürlich würde sie sonst nicht erzählen. Das ist ja ganz klar. War es das jetzt schon? Ey, anscheinend war es das schon. Das war es tatsächlich schon mit der Luftschiff-Mission. Avanti, Savoia. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich weiß gar nicht, in der Folge konnte ich gar nicht so viel erzählen. Also ich... sagen wir mal... Es war halt ziemlich linear. Man hatte natürlich jetzt nicht irgendwie so selbst seine Entscheidungsmöglichkeiten. Es war einfach nur so ein Effekt der grafischen Möglichkeiten. Effekt der grafischen... Ein Feuerwerk der grafischen Effekte und Möglichkeiten. Das wollte ich sagen. Ja, ging halt drunter und drüber, ne? Also... Aber auf jeden Fall auch interessant. Sehr interessant sogar. Und gerade die letzten Szenen so auf dem Luftschiff, die waren echt bombastisch. Hat mir gefallen, aber die Panzermission war auf jeden Fall besser. Da war irgendwie mehr Action drin, man konnte mehr machen, man war mehr gefordert und. Und ich glaube, das Pilotending haben wir jetzt auch noch gar eine Stunde geschafft. Halt nicht so lange. Ja. Mal sehen, wie es bei den nächsten wird. Bei Avanti Savoia, der Meldegänger und nichts steht geschrieben. Ja, Avanti Savoia machen wir beim nächsten Mal, weil es ja die Nummer 3 ist. Und insofern werde ich jetzt mal diese Aufnahme hier beenden. Und werde ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen, wenn es heißt Let's Play Battlefield 1 Kampagnenmodus. Ich hoffe, euch hat diese Aufnahme gefallen. Wenn das ist, dürft ihr bei der nächsten Folge gerne wieder zuschauen. Das würde mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Und natürlich auch mal irgendwelche Kommentare da lassen oder so, wenn ihr wollt. Aber nur, wenn ihr wollt. Sonst müsst ihr es nicht. So, in diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.